Und Peter Kitsch war ja hier und seine Frage kommt von Ralf aus Kassel und zwar, wie sind denn eure Zukunftspläne? Salut Ralf. Hallo Ralf. Künftig werden wir weiter an unserem Album arbeiten, werden also viel Zeit im Studio verbringen. Und dann werden wir unseren zweiten Clip vorbereiten. Dieser Clip wird wieder von Jean-Paul Gaultier, ich meine natürlich Philipp Gaultier produziert. Philipp Gaultier. avec Jacques Chirac aussi. Pas Jacques Chirac, mais et donc le futur, dann wollen wir natürlich Konzerte geben und hoffen darauf, dass wir beim Publikum gut ankommen. Ouais, c'est de l'album. Et puis, aber all diese Dinge nehmen viel Zeit in Anspruch. Du siehst also, unsere Zukunft ist voll ausgeplant. Puis maintenant on y est, quoi. Voilà, le futur c'est maintenant, le futur c'est le présent. Le futur remplace le présent. Voilà. Was möchtest du eigentlich mit deiner Musik ausdrücken? Nicole, qu'est-ce que ce sera que la scène de Peter Kitsch sur scène? Nicole, du möchtest also wissen, was Peter Kitsch ausdrücken möchte. Also, ich glaube, er möchte die Menschen zum Träumen bringen, damit sie ihren Alltagsfrust für eine Weile vergessen können. Er möchte seinen Groove so einsetzen, dass die Menschen sich amüsieren und zu seiner Musik tanzen können. Er bietet mit seinem neuen Musikstil den Leuten die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Stimmst du mir dazu? Ich bin deiner Meinung. Deiner Meinung. Hi, Janine und Patrick. Hi, Janine und Patrick. Es ist schwerer, in Frankreich einen Durchbruch zu schaffen als in Deutschland. Man macht sich ja sehr viel Arbeit. Aber jetzt zu unserer Begegnung. Ich glaube, ich war auf einer Jungle Party und Olivia war auch dort. Na, ich glaube, so war's. Oder wie war das? Du hast jemanden gesucht, der auf dein Lied ABC pour casser eine passende Antwort gab. Genau, weil ich in meinem Song mit den Buchstaben ABC begonnen habe. Und ich suchte jemanden, der mir diesen Satz vervollständigt, sodass der Text einen Sinn bekommt. Um diesen Part zu übernehmen, musste ein Mädchen her. Dann haben wir ein Casting veranstaltet und verschiedene Mädchen kamen. Und in einem Café sah ich ein Mädchen mit grünen Augen und ich sagte mir, das ist sie. Und das war Olivia.